Genau. Dann übersteuert es auch nicht. Also, wir wissen, bei unserem Kampf gegen ACTA geht es nicht nur ums Internet. Es geht auch darum, dass Firmen wie La Roche und Monsanto endlich mal einen kräftigen Tritt in die Eier bekommen. Trotzdem möchte ich euch heute an etwas erinnern, das bereits vor 16 Jahren beim Weltwirtschaftsforum in Davos verkündet wurde. In Erinnerung an die Declaration of the Independence of Cyberspace von John Perry Barlow, der seine Version bereits 1996 vortrug, verlese ich nun eine Unabhängigkeitserklärung des Internets. Regierung der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich euch, ihr Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Ihr seid bei uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, besitzt ihr keine Macht mehr. Wir besitzen keine gewählte Regierung und wir werden wohl auch nie eine bekommen. Und so werde ich mich mit keiner größeren Autorität an euch als der, mit der die Freiheit selbst spricht. Ich erkläre den globalen sozialen Raum, den wir errichten, als gänzlich unabhängig von der Tyrannei, die ihr über uns auszuüben anstrebt. Ihr habt hier kein Recht zu regieren, kein moralisches Recht, noch besitzt ihr Methoden, es zu erzwingen, die wir zu befürchten hätten. Regierungen leiten ihre gerechte Macht von der Zustimmung der Regierten ab. Unsere habt ihr nicht erbeten, geschweige denn erhalten. Wir haben euch nicht eingeladen. Ihr kennt weder uns noch unsere Welt. Der Cyberspace liegt nicht innerhalb eurer Hoheitsgebiete. Glaubt nicht, ihr könntet ihn beeinflussen, als wäre er ein öffentliches Projekt. Ihr könnt es nicht. Der Cyberspace ist kein natürliches Gebilde und wächst durch unsere kollektiven Handlungen. Ihr habt euch nicht an unseren großartigen und vereinenden Auseinandersetzungen beteiligt. Ihr habt auch nicht den Reichtum unserer Marktplätze hervorgebracht. Ihr kennt weder unsere Kultur noch unsere Ethik oder die ungeschriebenen Regeln, die unsere Gesellschaft besser ordnen, als dies irgendeine eurer Bestimmungen könnte. Ihr sprecht von Problemen, die wir haben, aber die nur lösen könnt. Die nur lösen könntet. Dies dient eurem Angriff auf unser Reich als Legitimation. Viele dieser Probleme existieren gar nicht. Ob es sich aber um echte oder nur um scheinbare Konflikte handelt, wir werden sie lokalisieren und mit unseren Mitteln angehen. Wir schreiben unseren eigenen Gesellschaftsvertrag. Unsere Regierungsweise wird sich in Übereinstimmung mit den Bedingungen unserer Welt entwickeln, nicht eure. Unsere Welt ist anders. Der Cyberspace besteht aus Beziehungen, Tauschhandel und dem Denken selbst. Aufgestellt wie eine stehende Welle im Netz der fließenden Kommunikation. Unsere Welt ist überall und nirgendwo. Und sie ist nicht dort, wo unsere Körper existieren. Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können, ohne Vorteile oder Vorurteile bezüglich Rasse, Wohlstand, militärischer Macht oder Herkunft. Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Eure Rechtsvorstellungen von Eigentum, Redefreiheit, Persönlichkeit und Freizügigkeit treffen auf uns nicht zu. Sie alle basieren auf der Gegenständlichkeit der materiellen Welt. Es gibt im Cyberspace keine Materie. Unsere Identitäten im Netz haben keine Körper, sodass wir im Gegensatz zu euch nicht durch physische Gewalt reglementiert werden können. Wir glauben daran, dass unsere Regierungsweise sich aus der Ethik, dem aufgeklärten Selbstinteresse und dem Gemeinschaftswohl eigenständig entwickeln wird. Unsere Identitäten werden möglicherweise über die Zuständigkeitsbereiche viele eurer Rechtsprechungen verteilt sein. Das einzige Gesetz, das alle unsere entstehenden Kulturen grundsätzlich anerkennen werden, ist die goldene Regel der Mitmenschlichkeit. Wir hoffen, auf dieser Basis in der Lage zu sein, für jeden einzelnen Fall
eine angemessene Lösung zu finden. Auf keinen Fall werden wir Lösungen akzeptieren, die ihr uns aufzudrängen versucht. In Deutschland habt ihr mit dem Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG, das alles ist auch allgemein als die Vorratsdatenspeicherung bekannt, damit habt ihr ein Gesetz geschaffen, das eure eigene Verfassung herabwürdigt und die Träume der Väter des Grundgesetzes und freiheitsliebender Menschen beleidigt. Diese Träume müssen nun in uns wiedergeboren werden. Ihr erschreckt euch vor euren eigenen Kindern, weil sie Eigengeborene in einer Welt sind, in der ihr stets Einwanderer bleiben werdet. Weil ihr sie fürchtet, übertragt ihr auf eure Bürokraten und Juristen die eigentlich elterliche Verantwortung, die ihr zu feige seid, selbst auszuüben. In unserer Welt sind alle Gefühle und Ausdrucksformen der Humanität Teile einer umfassenden und weltumspannenden Konversation der Bits und Bytes. Ob die digitalen Daten nach eurer Definition nun gut oder böse sind, ist irrelevant. Wir können die Luft, die uns erstickt, nicht von der trennen, die unsere Flügel emporhebt. Freiheit ist Freiheit. In China, Iran, Deutschland, Nordkorea, Frankreich, Syrien, Russland und den USA versucht ihr, die Funken der Freiheit abzuwehren, indem ihr Wachposten an den Grenzen des Cyberspace platziert. Sie werden die Funken für eine Weile eindämmen können, aber sie werden ohnmächtig sein in einer Welt, die schon bald von digitalen Medien überall umgeben sein wird. Eure in steigendem Maße obsolet werdenden Information-Content-Industrien möchten sich selbst am Leben erhalten, indem sie in Deutschland und anderswo Gesetze vorschlagen, die irgendwann sogar eine Rede wie diese selbst als Besitz definieren. Diese Gesetze würden Ideen als nur ein weiteres industrielles Produkt erklären, nicht anders als beispielsweise Rohöl. In unserer Welt darf alles, was der menschliche Geist erschafft, kostenfrei, unendlich reproduziert und verteilt werden. Die globale Übermittlung von Gedanken ist nicht länger auf eure Fabriken angewiesen. Die Gedanken sind frei. Eure zunehmenden feindlichen und imperialistisch-aggressiven Maßnahmen unserer Heimat des Geistes gegenüber zwingen uns in die missliche Lage schon früher Verteidiger von Freiheit und Selbstbestimmung, die Angreifer unwissender und ferner Mächte zurückweisen mussten. Wir müssen deshalb in virtuellen Identitäten euren Regierungen gegenüber als immun erklären. Selbst wenn unsere Körper weiterhin euren Regeln unterliegen. Wir werden uns über den gesamten Planeten ausbreiten, auf das keiner unsere Gedanken mehr einsperren kann. Wir werden im Cyberspace eine Zivilisation des Geistes erschaffen. Möge sie humaner und gerechter sein als die Welt, die eure Regierung bislang dominieren. So, das war jetzt der Text von Johnny Palibano. Noch ein, zwei Gedanken. Passt auf, ihr Mächtigen dieser Welt. Ihr macht im Cyberspace Jagd auf Leute, auf die ihr angewiesen seid. Wir helfen euch bei Computerproblemen, kontrollieren, dass eure E-Mails ankommen, konstruieren eure Handys und die Netze dazu, kümmern uns um eure Ampel- und Fahrzeugsteuerung und halten sogar meistens eure Atomkraftwerke davon ab, in die Luft zu gehen. Wir bewachen euch, während ihr schlaft. Versucht nicht, uns zu verarschen.